Wie schaut das aus? Das schaut aus wie Ackboots. Wie wenn er sich die Ackboots von seiner großen Schwester ausgeborgt hätte. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, ja, ich weiß, die dritte Reaction in Folge. Ich weiß, heute müsste eigentlich eine weitere Ausgabe von Hypebeasts nach erfundenen Modemarken folgen. Befragen folgen, so, damit ich es rausbringe. Aber das Wetter... Corona Edition. Macht mir einen Strich durch die Rechnung. Absolutes Kackwetter momentan in Wien. Dementsprechend wenig Hypebeasts sind auf den Straßen unterwegs. Macht aber nichts. Wir werden also einfach switchen. Dann ist heute Reaction Wednesday. Und am Freitag, wo normalerweise die Reactions kommen, gibt es dann hoffentlich, wenn das Wetter mitspielt, eine weitere Ausgabe davon. Also freut euch auf jeden Fall schon. Schaut vorbei. Genauso wie auf meinem Instagram, liebe Leute. Schaut vorbei. Aktuell hat Insta sich entschieden, durch das neue Update meine komplette Reichweite zu ficken. Dementsprechend bedanke ich mich für all jene, die hier rein supporten, um das Ganze wieder auf eine halbwegs passable Reichweite zu bringen. So, Freunde, jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen, bis auf eine Sache. Nicht nur der kurze Plug für meine neue Kollektion Liberty and Justice von M.E.M., die bald online geht. Schaut auf alle Fälle rein. Erster Link in der Infobox. Jetzt kommen wir zu einem Video. Ja, Freunde, nicht wundern. Wir haben es hier. Wie viel ist dein Outfit wert? Millionärskit Edition. Ein relativ altes Video, aber momentan geistert nichts wirklich Spannendes auf YouTube herum. Und ich habe mir gedacht, wir schauen mal zurück und geben uns den absoluten Cringe. Dieses Video wurde mir von Mahan empfohlen, weil er meint, da geht's richtig ab. Mahan-Perser hat er da noch geheißen. Okay, wilder Fitman mit den dreckigen NMD. Was geht, Leute? Mein Name ist Mahan. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute gehen wir auf die Straße und befragen die Leute, wie viel ist dein Outfit wert. Ihr kennt das ja alles. Und ja, Leute, abonniert mich, weil ich sehe immer, viele Menschen gucken meine Videos, aber abonnieren einfach nicht. Also abonniert, Leute. Vergiss nicht, mich auf Instagram und Snapchat abzuchecken. Hier unten eingeblendet. Check mich dort ab, damit... Mahan-Perser. ...hier immer auf den neuesten Stand bleibt. Und Leon hat auch ein Video gedreht und das ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ist auch ein freshes Video geworden. Check das ab. Vergiss nicht, unten in den Kommentaren Hashtag Skami zu schreiben. Ja, ja, okay. So, Skr Army oder was? So hat das geheißen. Oder She R Army. So wird es mir besser gefallen. So. Geiler Cringe. Okay, we go. Oh, okay, mein Ton ausgeschaltet. Ohne Ton. Boys am Start. So, die, ja, ja, die freshen Boys haben sich gleich mal der Größe nach aufgestellt. Color Match auf jeden Fall am Start. So. Leon. Aber ist ja jetzt nicht mehr so wichtig. Hört man immer wieder. Vincent. Julian. Julian. Wir fangen mal bei Ihnen an, okay. Was sind das für Schuhe? Nikes. €150, ja. Air Force. Erinnern mich. Nikes, €150. Die Kollektion kenne ich gar nicht, aber ich nehme mal an, die kostet €150. Ich an die 1er Jordan Royal. Royalty Royal, keine Ahnung. Hm, ja, ja, voll. Die sind's, Mann. Aber. Okay, dann deine Hose. Geil, das ist jetzt schon ein Traum. €40, H&M. H&M, beste Jeans. Wahnsinnige Schuhe, schaut mal bitte ganz kurz, die sind doch viel zu groß. Ja. Deine Jacke. €450, Montclair. Einfach immer zuerst den Preis, Leute. Montclair, zeig mal in die Cam. Montclair am Start. Viele, viele meinen ja, dass jetzt absolut krass ist mit dem Flexen oder so. Aber Freunde, vor 2 Jahren war es doch viel schlimmer. Okay, und, dein dann habe ich hier noch Nike-Pulli, €50. Ja. Und... Wie alt ist er? Das würde mich auch interessieren. €10. Ich wette, der schaut sich jetzt das Video, jetzt gerade an. Servus, Bruder, grüß dich. Und denkt sich, fuck, nein, Mann, bitte nimm das wieder runter. €10, okay. Nein, kommen wir mal zu dir, zu Richie the Rich Boy. Jetzt komme ich. Oder? Von unten? Ja, fahren wir von unten. Ja, okay, easy. Die Blue Tint, ich habe sie für €220 gekauft, aber bei Fly Club, also wert, sind sie jetzt noch €425. Okay. Das ist wichtig nochmal zu betonen. Natürlich. Socken von Adidas, keine Ahnung. €15. Ja. Hose von Zara, €35. Ja. Pulli von Diesel. Boah. Ah, brr. Das ist nice, den finde ich cool. 80, glaube ich, oder ja. 70. T-Shirt, weiß ich gar nicht mehr, 15. Okay. Jacke Woolwich, 670. Haben wir das Woolwich-Zeichen, die Cam? Hier, das... Ah ja, Woolwich, das war damals noch der Insider, kann mich erinnern. Ich nur außen. Oh, Supreme-Rucksack natürlich ganz wichtig, Leute. Ohne Supreme ging es damals einfach nicht. Er zieht die schnelle Welle aus, Leute, um was nochmal zu präsentieren.
Woodridge. Es hat minus 7 Grad und Hauptsache er kann die Innenseite von der Jacke zeigen. Da. Genau, und dann mal. Nochmal sein Supreme Bag. Ranzen. Na sich, Ranzen. Ja, er schaut eher ranzig aus. 160. Wow, ja. Also ich finde sehr. Ranzen ist ein nices Ding hier, den würde ich mir auch holen. Ja. Stabil, kommen wir mal zu dir. Also, das sind Adidas. Ja, NMD. Das waren die City Socks, die fand ich aber auch nice. Laceless, die haben 200, also. Das waren noch also, NMD City Socks. Adidas. Oder nicht? Laceless, die haben. Ah, das sind so Ultra Boost. Sind das so. Kein Plan. Laceless habe ich noch nie gehört. 200, also Resale kostet nicht 200, Retail 380. Okay. Dann Hose Adidas 40 Euro. Ja. Dann Supreme T-Shirts. Ganz, ganz wichtig. Super kombiniert natürlich. Hanes T-Shirt, das hat glaube ich 20 gekostet. Okay. Dann, ja, Supreme Unterhose. Der für den Flex. Wurscht. Hauptsache noch die Unterhose reingepackt. Oh, sag mal, die Supreme Underwear. Schneiß. Okay. Uff, machen gleich mal Probleme mit Jugendschutz. Dann, Thrasher Pullover. Der hat, glaube ich, 80 gekostet. 80 kosten die Dinger. Und da. Boah, das war so vielen Skateboardern ein Dorn im Auge, dass das so viele kleine Hypebeasts getragen haben, dieses Thrasher. Eh eigentlich genauso wie bei Supreme. Und jetzt aktuell mit den SBs. Ich weiß nicht, wie oft ich das lese. Ja, genau. 180, glaube ich. 180, okay. Stabil, Jungs. So, wie alt seid ihr? Ich bin 11. 11. 11. 11. Und Wahnsinn. Deren Outfits kosten mehr als was weiß ich. Also, als ich 11. Ja, guter Vergleich machen. War, ey, Leute, ich lief mit einem Spider-Man-T-Shirt rum. Mit einem Spider-Man-T-Shirt. Da waren auch überall so Schokoladenstücke so und so dran. Das glaube ich das Wort, Mann. Okay, Jungs, danke. Okay. So, sind das jetzt die gleichen nochmal? Was? Was geht, Mann? Wie heißt das? Das sind doch die. Das ist doch der gleiche von vorher, oder nicht? Was? Philipp, Lino. Ich fange mal mit dir an, Digga. Meine Schuhe. Hat er sich jetzt einfach nochmal reingeschmuggelt, nur damit er nochmal dabei sein kann? Also die Fotos. Oh mein Gott, wie schaut das aus, diese Schuhe. Zwei haben 150, glaube ich, oder so, aber habe ich zwei davon bekommen. Also die. Ja, die schauen auch aus wie so klassische Schuhe, die der Weihnachtsmann tragen wird, circa. Okay, ich springe da jetzt mal ein bisschen nach vorne. Ah, da, den will ich sehen. Aus dem Thumbnail, den will ich sehen. Warte, warte. Ah, jetzt geht eh gleich los. Ah, okay, okay. Euro. Okay. Und der Rucksack ist von Nike, 60 Euro. Okay, dankeschön, dankeschön. Wie heißt du? Timmy. Oi, Moncler Jacke, Gucci Tasche, D-Squared Cap. Timmy. Yes, Name. Ah, da ist jetzt Leon auf einmal in dem Video oder was? So, okay, die wichtigsten Fragen. Ist die Jacke bequem, hält die warm und ist die blickdicht? Die drei Fragen müssen fallen und der Gucci-Gürtel muss gezeigt werden. Sonst kein klassisches Leon-Video. Für Timmy. Danke. Was sind das? Ah, Balenciaga Speed Trainer. So Schuhe, die du anhast? Balenciaga Speed Trainer oder? Die sehen doch sehr komisch aus. Balenciaga was? Speed Trainer oder ich weiß nicht ganz genau. Schick. Wahrscheinlich weiß er es nicht genau, wenn er 600 Euro Schuhe hat, oder? Das sieht wie schaut das aus? Das schaut aus wie Ackboots. Wie wenn er sich die Ackboots von seiner großen Schwester ausgeborgt hätte. Die zweimal so viel Gewicht hat, so richtig ausgelatscht, so dass die Fersen auf der Seite schon so rauskommen. Oh mein Gott, wahrscheinlich safe echt, oder? Speed Trainer oder? Genau. Balenciaga was? Speed Trainer oder ich weiß nicht ganz genau. Schick, was haben ja, ja, safe, Bruder. Gekostet. Das teuerste im Outfit ist seine Zahnspange. Oh mein Gott, jetzt schauen wir mal genau hin. 550, glaube ich. 550. Sind die bequem? Ja. Sind die bequem? Erste Frage haben wir. Also für den Preis müssen die ja bequem sein, ne? Ja. Okay, cool. Deine Hose? 30 Euro oder so. 30 Euro, von wo ist die? Zara. Wer macht die besten Hosen? Zara, ne? Okay, fresh. Okay, deine Gucci-Tasche. Meine Gucci-Tasche. Ja. I don't know. 495 Euro. 495. Okay, die Preise gut auswendig gelernt. Deine Jacke ist von Moncler, ne? Moncler. Kannst du das mal so ein bisschen in die Kamera zeigen? Moncler. Ja, keine Ahnung. Also,
Schwierig zu sagen jetzt am Video, ob die echt ist. 800. Aber diese Balenciaga-Schuhe, die sind schon schwer verdächtig. 25 Euro. 825 Euro. Fresh. Hast du noch irgendwie so einen Pullover an oder ja. so? Was für eine Marke ist das? Ah. Gucci, na sicher. Was haben wir da für Bändel, für komische? Sag mal nochmal ein bisschen in die Kamera rein. Ja, Gucci-Pullover. Was hast du denn dafür gezahlt? Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich geschenkt bekomme. Ja, safe, oder? Zum Nikolaus hast du das Geschenk gekriegt. Hast du Geschenk bekommen? Geschenk von der Mama, der muss ja nicht wissen. Ah, Geschenk von der Mama, okay. Und ja. Okay, und die Mama ein kleiner Sparefroh. Öfter mal mit dem Tablet spätabends neben ihrem Mann auf Alibaba und Wish unterwegs, um die neuesten heißen Geschenke zu einzelnen guten Noten in der Schule für ihre Kinder zu sammeln. Na sicher. Deine Cappy? Kappe von Discworld oder wie man das auch... Discworld, man kennt's. Sprich, 95 hat die gekostet. 95 Euro. Gegen Gesamtpreis blende ich jetzt hier mal ein, richtig. 2885 Euro, der ist wie alt? Frisches Outfit und ein richtig teures Outfit. Für dein Alter, wie alt bist du? 12. 12. 12, oh mein. Okay, alles klar. Wer bezahlt dir das alles? Wie kannst du das leisten? Mama. Mama? Ja. Okay, cool. Papa. Okay, willst du irgendjemanden grüßen? Meine Mutter. Ja? Ich grüße deine Mutter auch. Okay, schöne Grüße gehen raus. Ja. Vielen Dank. Wie heißt du? Maxi. Maxi, servus! Okay, Digga. So, Maxi, fangen wir mal bei dir an. Er hat ein freshes Outfit an. Ich finde die Schuhe nice. Ja, der schaut aus wie so ein kleines Bonzenkind, muss man schon sagen. Also eher elegant gekleidet mit der Hilfiger Jacke, dem Burberry-Schal und der Straight Jean. Und was waren das für Schuhe? Hau mal jetzt direkt raus. Was kosten deine Schuhe? Okay, 97er. Oh, oh. Kosten 180, habe ich bei Snipes gekauft. Ja, die sind worden. Und der schaut immer so furchtbar aus. Wenn Leute die Schuhbänder so fest wie möglich anziehen, sodass die dann so lang sind und dann machen die Schlaufen, die ausschauen wie so Dumbo-Ohren. Also wie meine. Sieht man jetzt nicht unter den Kopfhörern, aber so, dass die selbst auf die Schlaufen wieder draufstehen. Ich denke mal, bitte Bruder, übertreib. Fädel's halt nochmal ein, in noch ein Loch oder so. Das schaut Katastrophe. Katastrophe. Restock, ne? Ja, genau. Ich weiß, Leute, das ist ein krasser Schuh. Ich weiß noch, damals hatte den jeder Kanacke im Kleiderschrank. Mann! Unterstrich Perser. Haut hier raus. Den. Das ist der Air Max 97 Silberbullet. Kanackenschuh, Klassiker. Okay, Digi, deine Hose. Okay, gut zu wissen. Danke, Mann. Die ist von Tommy Hilfiger, 100 Euro, glaube ich. 100 Euro, wow. Also, stabile Hose, okay. Ja, danke. Was ist darunter an? Darunter habe ich Tommy Hilfiger... Na sicher, Tommy Hilfiger am Start bei ihm. Okay, okay, okay. Das Zeichen da. Naja, bitte, zieh die Jacke aus, weil ich muss nochmal sehen, wie dieses Tommy Hilfiger Zeichen aussieht. Das habe ich mir jetzt nicht gut gemerkt. Ich muss das nochmal auf dem unteren Ding auch sehen. Alles gut, Mann. Ah, ja, so, genau. Ah, weiß und rot. Stimmt, danke. Stone Island Shit, Spaß. Okay, ja, Tommy Hilfiger Jacke auch am Start. Glaube ich, 120 gekostet. Die Strickjacke? Nee, doch nicht. Ich glaube 80. Okay, und deine Jacke von Tommy Hilfiger? Der hat sogar die Schultüte von Tommy Hilfiger wahrscheinlich. Meine Jacke, 180. 180, was ist das für ein Schal? Burberry Schal. Ah, krass. Das heißt, so eine Jacke, eine Daunenjacke, ist nur 60 Euro teurer als ein Pullover. Interessant. Kaschmir-Schal? Ja, 100% Kaschmir steht da auch. Stabil. Der hat 400 gekostet. 400? Ja. Stabil. Kannst du noch was an? Einfach ein Schal um 400 Euro für einen 11-Jährigen. Ansonsten, Rucksack. Mit dem Gesackerl natürlich, was sonst? Ja, von... Tüte für die Deutschen. Nike, 20 Euro. 20 Euro, okay. Und, Er hat sich was bei Guess gekauft. Zeig mal in die Cam, was du von Guess gekauft hast. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir haben ein Shirt. So ein T-Shirt. Ja, tolle Farben. Toll. Also ich finde das Design absolut kreativ. Orange und Türkis passt ja irrsinnig gut zusammen. Also gelungenes Shirt hätte ich mir safe auch geholt. Yes, Los Angeles 1981. Okay, stabil. 1981. Ein stabiles Outfit, finde ich cool. Die Schuhe richtig nice. Du hau mal jetzt direkt alles im Double Time raus. Die Schuhe kosten 180. Die Hose. Ja, die ist schon gut getragen. Das ist von Armani und kostet 250. Hier.
Ja, blöd, wenn der Zip nicht aufgeht bei der 300 Euro Zipjacke. Unter dem habe ich ein normales T-Shirt an, das kostet 30. Wie viel hat der an? Ein Papiri-Pullover kostet 80. Boah. Drei Florenjacke 150. Alpha. Alles vom Papa ausgeborgen. Jacke 180 und ja, ich glaube, das war's. Stabiles Outfit und stabile Jeans. Erinnert mich an der Discord-Jeans, aber ist okay, Mann. Stabil. Wollt ihr was in die Kamera sagen? Ja, ich grüße Henry. Ja, und das war's. Also ich grüße Henry. Ich grüße Luis. Er lässt ihn gar nicht mehr zu Wort kommen. Ja, ich grüße Henry. Ja, und das war's. Also ich grüße Henry. Grüße Luis, Henry und ja, das war's auch. Grüße gehen raus an Luis und Henry. Okay, wir haben schon noch komplett aufgedreht damals. Schau ich mal nochmal an. Das war's, also ich grüße Henry. Ich grüße Luis, Henry und ja, das war's auch. Grüße gehen raus an Luis und Henry. Luis und Henry. Grüße, auch von mir nochmal. Okay, das war's. So Leute, wir haben jetzt ein paar Leute am Start. Weißt du? Kofi. Tyree. Karim. Jonathan. Finn. Okay, Digga, wir fangen mal bei dir an. Schnelle Welle, komm, Leute. What the fuck, Leute. Ich muss mal kurz die Kamera... Schaut euch da. Oh mein Gott. Alles schnell. Ja, okay. Schuhe, 200. Adidas Socken, 10 Euro. Primark, 20 Euro. Braucht 15 Euro. Okay, Leute, ich glaube, die können wir uns sparen. Wahnsinn. Unfassbar, was es da wieder alles zu sehen gibt. Freunde, das ist ein Video von vor 2 Jahren. Wenn wir öfter so ältere Videos uns ansehen sollen, gemeinsam in der Reaction, Freunde, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schaut auf Instagram vorbei, nur sicher. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann am Freitag hoffentlich mit einer weiteren Ausgabe von Hypebeasts nach erfundenen Modemarken befragen. Und Freunde, nicht vergessen natürlich, in ein paar Wochen ist es soweit, meine neue Kollektion Liberty and Justice. Das war's von mir, euer Maximilian. Grüße gehen raus an Luis und Hoffendörfer.